Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, habt ihr wahrscheinlich sowieso schon im Titel gesehen und deswegen habt ihr auch auf dieses Video geklickt. Magitex Extra 2014, 2015. Fünf Booster, die kosten 2 Euro pro Stück, sind 10 Karten enthalten in jedem Booster. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich gesehen habe, dass es die endlich gab. Ihr habt ja jetzt schon hoffentlich das Video der Mappe gesehen und gestern das Promo-Booster. Wenn nicht, guckt es euch gerne an. Also ist spannend. Und wir öffnen das erste Booster. Ich habe natürlich direkt erstmal 6 gekauft. 5 hier zum Öffnen, 1 für die Booster-Sammlung. Und ja, ob ich die sammeln werde, bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber. Also ob ich die jetzt wirklich alle haben möchte, aber ja. Eine Rookie-Karte. Ich weiß immer noch nicht, was Rookie-Karten sind. Simon Rolfes. Ah. Davy Selke. Ein Rookie. Okay. Ben Schopp. Torjäger, ja. Clemens. Christian Clemens. Neuer Transfer. Matuschik. Oh, die Karte fühlt sich besonders an. Okay, ist sie leider nicht. Robbie Kruse. Die hat sich so angefühlt. Okay, es fühlen sich alle Karten so an. Ostrozolek. Ein Torwart. Ich habe herausgefunden, die Torwerte sind alle so transparent. Bernd Leno. Und Holtby. Zusammen mit Müller als Kreativduo. Das ist echt cool, dass sie endlich rausgekommen sind. Match Tags habe ich ja voll die Serie, also wirklich komplett voll, alle Match wenn alle. Philipp Lahm als Kapitän, Parker als Rookie, Tim Welker als Rookie, Jakob Silvester, Torjäger, Kagama, Medošević. Oh, die Karte fühlt sich jetzt aber wirklich besonders an. Ich weiß nicht warum, die fühlt sich so an, als wären es Matchwinner. Naja. Bayern, München. Venezia. Manuel Neuer als Torwart und Defensivduo. Okay. Von Hertha. Sind wir beim dritten Booster angekommen. Vorsichtig, nicht, dass ich eine Karte zerstöre. Es gibt ja auch Matchwinner hier noch. Rolfes habe ich schon. Hirsch. Tim Welker habe ich auch schon gezogen. Andrew Wooten. Torjäger. Ramos. Medojevic und 96. Karaman. Schon wieder so ein umgedrehter Bayern. Diesmal ist es Rode. Das hier ist ein Hattrick-Held. Das gibt es nicht. Thomas Müller als Hattrick-Held. Okay. Ich wusste nicht, dass es hier auch Hattrick-Helden gibt. Ist das der normale Hattrick-Held? Also wie er auch in der normalen Serie ist? Nein, oder? Oder? Das könnte sein, dass es ein normaler Hattrick-Held ist. Okay. Auf jeden Fall cool. Thomas Müller als Hattrick-Held. Den können wir hier direkt. Ich glaube, das ist der normale Hattrick-Held, der wie er auch in der normalen Match-Text-Serie war. Hat sich nicht viel geändert. Naja. Aber trotzdem ist es cool. Weil ich hatte den ja schon mal als Hattrick-Held gezogen. Da gab es auch wirklich ein extra Video. Ich habe nur drei Booster geöffnet da. Stindl Hirsch. Daud. Niederlechner. Hoffmann Flum. Von 96. Sané. Westergaard. Den haben wir schon gezogen am Promo-Booster. Und ein Matchwinner. Unser erster Matchwinner. Harnitsch. Okay. Und De Bruyne und Perisic im Kreativduo. Und das letzte Booster. Naja, es hat sich schon gelohnt. Müller als Hattrick. Oder unterscheiden sich die Karten auch zu den normalen Karten? Sind eigentlich genau die gleichen Karten. Nur halt mit neuen Kapitänen und den Transfers, die sich verändert haben. Zuba als Rookie. Korzburg. Ne, warte, warte. Korzog als Torjäger. Hoffmann,
Matuschik, Kruse, dann Benatia, dann Trapp als Torwart und Werner und Altintop im Kreativduo. Aber unterscheidet sich dieser Thomas Müller von der normalen Serie? Ich könnte es eigentlich nachgucken, aber muss ich jetzt auch nicht machen. Naja, 5 Booster und wir haben schon einen Thomas Müller als Hattrick-Helden. Ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.